Warte mal. Scheiße. Weiß nicht, wo. Warte mal, wir waren ja auch mit Sid im Zerstörer, glaube ich, ne? Ja. Wir waren mit ihm im Zerstörer. So, was hat er dann gemacht? Das ist die große Frage. Er ist geflohen, genau. Ja gut, das ist halt noch die andere Geschichte. Die haben wir schon längst erledigt. Ja, Josef ist tot. Das wissen wir schon seit Wochen. Ah ja, chillt mal. Auch keine Infos aus Finn bekommen. Vielleicht sollte ich mir auch mal das Tremor angucken. Ja, vielleicht mal, ne? Ja, vielleicht mal von Vorteil. Aber das macht jetzt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das Luftschiff... Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da ist, wo wir den Zerstörer zerstört haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde trotzdem noch mal... kurz neu starten. Dem Spielstand. Was macht der hier? Genau, mit Batman. Lernen wir jetzt trotzdem noch schnell. Das hier. Renn einfach mal jetzt hoch. Oh, Angriff. Ja, okay. Aber irgendwo muss er hier sein. Unser Luftschiff. Under Damage. Läuft. Was war das? Ach, hast du einen Frosch. So, hier war es und hier ist nichts. Toll!
Wo könnte er sich verstecken? Sandwurm, okay. Da müssen wir jetzt mal mit angreifen. Neue Gegner. Oder sollen wir zu den Zauberern gehen? Das wäre zumindest eine Idee. Und da wären wir zuletzt in der Stadt. Ah, scheiße, ob die neue Infos hätten. Oh, Richard, Richard, ich habe nicht aufgepasst. Don't die! Ah, jetzt kommen wir von unten, ne? Ja gut. Da ist also nichts. Ich laufe mal wieder zurück. Nutzen aber mal fliehen. Überwiegend. Ich würde aber in Finn trotzdem nur mal kurz mit den Leuten quatschen. Oder im Schloss. Ich weiß es nicht. Das ist so. Ich stehe jetzt gerade wirklich auf dem Schlauch. Weißt du, jetzt wenn man Elric bei braucht, ist er nicht da. Ich würde mich gleich in die Nacht verabschieden. Mir fallen etwas die Augen zu. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Bin auch schon ziemlich müde. Und der ja, ne? Hab eine wundervolle Nacht und wir sehen uns morgen. Freue mich schon. Schön, dass du trotzdem noch da warst. Ich hab dich lieb. Nicht hier einfach Bomben raufhauen. Das ist uncool. Macht man nicht. Ja, ist halt ein weiter Weg. Auch auf dem Hinterhalt. Ja, ich würde ja neu laden, wenn wir jetzt nicht die neuen Gegner gefunden hätten, ne? Oh, Richard ist dead. Schlaf du auch gut. Und gutes Nächtle. Chill. Außer Olaf. Außer Batman, der chillt ja eh schon am Boden. Aber mehr direkt schon mal wiederbeleben. So, dann quatschen wir hier trotzdem nochmal. Nicht, dass ich vielleicht doch was überlesen habe. Alle sind tot, ja, ja. Kennen wir. Es lief doch hier sonst immer ein Zauberer rum. Wo ist denn der? Niemand? Also doch wieder im Schloss. Okay, warte mal.
muss doch irgendjemand wissen, wo Sid ist. Luftschiff? Gut, ich reise jetzt zu den Zauberern. Jetzt egal. Keine neuen Informationen. Gut. Nee, so wollte ich das nicht. Ja, dann reißen wir mal wieder runter. Oh, ich speichere trotzdem jetzt mal ab. Die Elektrofische auch hier drin? Hat Imperator Palpatine nicht mit den Klonkriegern die Rebellen bekämpft? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich raus. Prinzessin erwartet euch. Ja, ich war doch bei ihr. Neue magische Kraft in uns. Die Länder des Nordens werden von einem... Ja, 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 wissen wir. Aber was muss ich denn jetzt machen? Die Geburt des Drachen. Natürlich, wir fliegen mit dem Drachen rein. Natürlich. Der Drache, ich habe den Drachen vergessen. Wir fliegen da einfach mit dem Drachen rein. Ja, easy. Mensch, das wusste ich vorher, das hätte ich euch gleich sagen können. Also, ich weiß ja gar nicht, was ihr habt, Chat. Also, ne? Wir gucken uns ja einfach die Geburt des Drachen an. Das ist ja voll lit. Lit pro quo ist das. Nix. Stimmt, der Drache. Da war ja was. Das Licht, das der Drachenzahn reflektiert, wird vom Spiegel absorbiert. Seht ihr jetzt was? Ein kleiner Drache ist in dem Spiegel zu sehen. Es ist der letzte Drache, der aus dem Drachenei geschlüpft ist. Und er fliegt mit atemberaubender Geschwindigkeit Richtung Finn. Fantastisch! Und einen eigenen Drachen. Wie cool ist das denn? Schrei mich nie an! Drache und Drachenritter sind wieder vereint!
Achievement, Geburt eines Drachen. Ist der jetzt ohne mich reingeflogen? Ohne mich? Ob ich das jetzt so gut finden soll? Auf, nimm die Sprühflasche und bring dem Drachen mal Manieren bei. Nö. Nö. Ich möchte das so. Jetzt erst recht. Aber vorher fliehe ich. Weil... Ich habe keine Zeit für... Überletzte. Nö, nö. Nö, nö. Aus da. Ich bin immer noch nicht drin. Party? Schon gut gemacht, ne? Wirbelsturm, Erdgeschoss. Wir sind da. Zwei Aufgänge, keine Kisten. Okay, neue Art Vampir. Das hat weh. So, Kiste und da ist auch noch ein Aufgang. Ripper. Wir haben Jack gefunden. Ein sehr scharfes Messer. Oh, das ist wirklich sehr scharf. Kann ja Batman. Nichts anderes nehmen. Ne. Okay. Let's do it. Naja, wir sind auch stark geworden. Will man mehr? Noch stärker. Ein Riesenhelm. Ein Riesenhelm. Richard, brauchst du einen Riesenhelm? Ja. Willst auch nicht weiter diskutieren wegen einem Witz von vor 20 Minuten oder so. Achso. Ja. Verstehe ich. Holzgolem. Okay. Holz ist weg. Holzi, Holz, Holz. Zweiter Stock. Hier müsste eigentlich nur ist am Ende sein. Ja. Hier wird es ein bisschen elektrisieren. Woo! Ordensritter. Eng nur halb im Lurk und hab das hier stehen sehen und dachte, ich könnte helfen mit einer Expertise. Aschu. Thema erledigt, würde ich sagen.
So, Antidot. Was haben wir hier drin? Ein Giftbeil. Giftbeil hört sich gut an. Nehme ich auch gleich mal. Warte mal, zwei Stück haben wir schon. Würde ich aber sagen, nicht nur bei ihm, sondern auch bei ihm hier am besten. Zack. Zack. Die kennen wir schon. Hier habe ich jetzt wenig Bock. Also man merkt halt auch, die Dungeons sind im zweiten Teil etwas größer. Was schon ganz cool ist. Aber manchmal auch etwas frustrierend. Okay. I think I have to kill you. Because I can't do it. So, dann nehmen wir den anderen Aufgang. Okay, machen wir die schnell weg. So, da geht es kurz nochmal hoch. Halten schon einiges aus. So, da geht's hoch, da unten geht's hoch. Keine Kiste auf dem Weg. Keine Lust. Nehmen wir den ersten Aufgang. Und hier sind nur Kisten. Alles klar. Zwei Kisten, eine links, eine rechts. Ah, wollten die fliehen machen. Fliehen nicht möglich, perfekt. Wollte angreifen. Habe ich mich ein bisschen verklickt. Noch ein Giftbeil. Das ist eigentlich gut. Ausrüstung. Dann nehmen wir bei Olaf noch zweites Giftbeil rein. Dann bekommt Richard den Ripper. Diamanthandschuhe. Nö. Da sind wir schon besser equipped. Ah, Hinterhalt. Okay, da müssen wir jetzt angreifen. Goldnadel gefunden. Wow. In meiner Hosentasche. Den Mantel brauchen wir nicht. Argusschleim. Okay, neue Gegner. Gekillt. Gute Nacht, Loti. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir angenehme Träume und bis zum nächsten Mal. Hau rein. Mach it gut.
So. Hier haben wir auch wieder zwei Aufgänge. Und keine Kiste, ne? Ratze, wie stark geworden. So, da hinten geht's auch nochmal hoch und hier sind zwei Kisten. Richard, nein, nicht sterben. Okay, wir heilen nochmal. Jetzt nicht ganz so gut, aber wir haben noch ein Giftbeil bekommen. Und wir heilen auch nochmal wieder. Defendor. Schwert. Okay. Jetzt. Ja, dann machen wir das so. Hexer bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, die hatten wir eh schon. Ja. Eine Falle, na toll. General, okay, den hatten wir noch nicht. Aua. Der macht Aua. Nee, nicht von ihm. Warte mal, der muss angreifen. Dann. Nee, du greifst auch an. Machst du mit der Magie? Riskieren's, dass wir schneller sind. Yes. Okay, das war eine Hausnummer. Das war eine Hausnummer. Hier ein Diamantpanzer. Ich würde jetzt auch mal die Treppe hochgehen. Mal gucken, was da noch kommt. Wahrscheinlich nur Kisten. Welches Monster hat die zwei armen Generäle in die kleine Kiste gesteckt? Das war Daily. Psst. Frech war's. Das habe ich bisher alles verpasst. Alles, Elric. Alles. Wir sind im Wirbelsturm. WB, vorhin hätte ich dich gebraucht, aber ich habe selbst weitergefunden. Bin stolz auf mich. Der Turm? Nee, den Turm haben wir schon hinter uns. Nee, wir sind im Wirbelsturm. Wirbelsturm, fünfter Stock. Einige Türen. Leer. Minu ist tot. Minu ist tot. Der Prof hat vorhin zum lieben Gott gebetet und nach dir verlangt. Gar nicht wahr. Stimmt nicht. Psst.
Minu ist umgefallen und ja, ne? Und der Drache hat uns in den Wirbelsturm geflogen. Warum das? Naja, ich habe nicht mehr gewusst, dass es noch den Drachen dann gibt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann ist mir irgendwann eingefallen durch die Zauberer... Ach ja, yeah. Drache. Eier. Ja, schlüpft. Ich habe jetzt Ultima. Richtig. Wo ich noch gar nicht geguckt habe. Warte mal. Was kostet Ultima? Nur einen? Wieso nutze ich das nicht? Weil das scheiße ist? Was keinen Schaden macht, richtig. Ja gut, dann nutzen wir das jetzt mal dauerhaft. Alle 5 Räume sind leer? Stufe 2 Ultima, woo! Ich will da trotzdem nochmal reingucken. Ey, schon 15 Schaden mehr. Habe ich ganz genau gesehen. Geht da nicht. Dann gehen wir wieder runter. Wir sollten gleich vielleicht mal ein bisschen heilen, ne? Ja, nicht verkehrt. Tschüss, Richard. Boah, der hat noch überlebt. Halla, die Waldfee. Attacke, Attacke, okay. Uiuiuiui. Ah. Was ist mit diesem... Was hat das auf sich hier oben? Macht mich trotzdem noch ein bisschen stutzig. Stufe 3. Schau mal, Prof. 2 Lamia. Okay, der war gut. Der war gut.
Soll ich da nochmal ganz kurz gucken? Ey. Richard! Nein! Auf jeden Fall von unten hier rein. Das klappt auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir wieder runter. Dann gehen wir wieder runter. Wäre natürlich voll reingetappt hier. Ja, kannst du mal da runter? So, genau, der andere Aufgang war hier. Und dann geht's zum nächsten Aufgang. Boom! Für 4 Ultima. Nur für dich, Erik, ne? Das mache ich nur für dich. So, nur eine Kiste ist hier. Okay, da können wir unten rumlaufen. Eine Falle, na toll, na toll. Ein grüner Drache. Er ist hier grün. Also ich verstehe eher Ultima-Waffe oder Zauber so, dass es losgelöst ist von allen Elementaren. Dadurch eigentlich immer durchdringt. Zu 100%. Ah, warte mal, Richard liegt hier down. Sollte vielleicht auch mal drauf achten, was ich hier mache. Dieter sieht ja auch nicht gut aus gerade. Ach, kostet jetzt schon 4 Punkte. Das ist natürlich belastend. Klar, Stufe 4, ne? Ja.
Und da liegt er wieder. Nice. Batman müde, Batman schlafen hier. Immer wieder das gleiche mit ihm. Aber ihr kriegt die Erfahrungspunkte mit. Oh, wir haben eine Windflöte. Oh. Wirbelsturm. Was ist das? Erklingen. Hey. Sechster Stock. Letzter Stock. Scheiße, wieso Engel? Das soll doch kein Engel machen. Kann er auch gar nicht. Macht er trotzdem, weil... Okay. Ein bisschen dumm von mir. Das ist frech. Zwei Diamantanische. Ja, dann machen wir eben diesen hier, ne? Haben wir genug Elixiere? Ups. Ne, warte mal. Äther werde ich aber noch auf die drauf haben, weil er kann wiederbeleben. So. Auch gar nicht so viel. Das ist ja nice. Okay. Dann wäre Elixier jetzt eigentlich Verschwendung. Egal. Speichern. Er sollte Staubsauger werden in seinem nächsten Leben. Ja, das kann er gut. Ihr möge die Drachen wiedererweckt und diesen Ort erreicht haben. Nichtsdestotrotz seid ihr lediglich Ungeziefer. Die Mühen, euch zu zerquetschen, nicht wert. Okay, wenn er meint. Glückwunsch, meine Herrschaften. Aber es geht noch weiter. Oh nein, es sind jetzt drei statt zwei. Oh, jetzt habe ich aber Schiss. Ja, Batman sowieso. Wie mir scheint, muss es mehr gewesen sein als eine Reihe glücklicher Zufälle, die euch bis zu mir brachten. Fühlt euch geehrt, denn ihr werdet durch meine Hand sterben. Bossfight! Übertreib halt. Mach mal diesen. Magie. Dann müssen wir aber erstmal auch das hier machen. Und einmal das hier leider. Ach, das war cute. Muss den das mal wegkriegen.
Oh, das war gut. Sehr schön. So wollte ich das jetzt nicht haben. Easy. Let's go. Imperator, du wirst jetzt sterben. Das sag ich dir. Was denn das so alles drauf hat, ne? Der Blitz ist erstmal. Ich hab doch noch gar nicht angefangen! Du kannst jetzt nicht einfach aufhören! Der kann doch nicht einfach aufhören! Nee, niemals! Ich werde niemals sterben! Es ist vorbei. Der Krieg ist zu Ende. Lass uns heimkehren nach Finn, wo alle auf uns warten. Das war Emotional Damage wegen seinem misslungenen Blitz. Ja, das stimmt. Dank eures Mutes und eurer Tatkräftigkeit konnten wir den Imperator bezwingen. Die Welt kann aufatmen und wieder Hoffnung schöpfen. Die Dunkelheit weicht dem Licht und eine Ära des Friedens beginnt. Olaf, Hildegard, Dieter und Richard, ich danke euch von ganzem Herzen. Nie sollen eure mutigen Taten in Vergessenheit geraten. Von Generation zu Generation werden sie überliefert werden. Und nun lasst uns feiern. Viele sind gekommen, um einen Blick auf unsere neuen Helden zu werfen. Aber Hubertus, was ist mit ihm? Okay. Chill. Please. Stop it. Bunga Bunga. Majestät, eine Katastrophe! Der Dunkelritter Hubertus hat sich selbst zum Imperator ernannt. Da ist Hubertus. Er hat bereits Anspruch auf Palmekia erhoben und es als neues Imperium ausgerufen. Seine Truppen marschieren Richtung Finn und zerstören und töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Oh. Kommt jetzt hinterm Thron hervor und sagt, guten Morgen, können wir jetzt los? Nee, er ist der neue Imperator. Okay, der fällt einfach tot um. Unmöglich! Hubertus? Oh,